Hinter Tor ist ein Riesenbild mit mein Gesicht. Und, ja, macht dann man stolz. Ja, Tommy, die Leute haben dich gefeiert, wie nicht anders zu erwarten war. Und am Ende haben sie Energie Cottbus gefeiert. Was hat das mit dir gemacht, dass sie dich nicht vergessen haben? Ja, klar, ich habe immer gesagt, dass ich bin stolz, wenn da sieht, dass da now hinter Tor ist ein Riesenbild mit mein Gesicht. Und, ja, macht dann man stolz, weil es einer oder andere war auch verdient, aber haben sie für mich entschieden. Ich denke, dass die dann Leute vergessen in dieser Bundesliga-Zeit, dass dann auch wahrscheinlich entscheidender Punkt, wo wir haben dann alle genießen diese Bundesliga-Zeit, und das ist eine unvergessliche Zeit. Zum Spiel heute, ihr seid schön zurückgekommen, habt 0-2 zurückgelegen und auf einmal dreht ihr das Spiel. Was hast du denn Jungs empfohlen? Was sollen sie anders machen, damit es nicht zu weiteren Toren kommt? Bestenfalls aber Tore für euch erzielt werden sollen. Ja, wir haben von Anfang an gesehen, dass Cottbus kommt gut ins Spiel, macht gleich in 15 Minuten Tor. Das dann auch, haben wir auch gewusst, dass Cottbus Riesenqualität hat, dass wir dann auch muss die Räume zumachen. Wenn du die Räume frei lässt, dann hast du dann ein Problem, weil die sind 1-1 sehr stark, die Jungs dabei, und dann kriegst du so ein Tor. Dann vielleicht musst du eine oder andere noch bekommen, aber haben wir auch Glück gehabt. Und dann haben wir auch dann Ende erster Halbzeit müssen wir auch ein oder andere Tor machen. Haben wir auch nicht gemacht. Dann zweite Halbzeit kommen wir wieder gut ins Spiel. Cottbus war wahrscheinlich ein bisschen überrascht, dass wir so offensive Aktionen gehabt. Und da machen wir dann auch in unsere gute Zeit Momente, die Cottbus macht 2-0. Und dann haben wir weitergemacht, und das, ich denke, das ist der Schlüssel, dass wir haben weiter versucht nach vorne zu spielen, und dann haben wir dann auch verdient 3 Tore gemacht, aber dann darfst du nicht so 2 naive Tore bekommen. Und das zeigt uns das ganze Jahr, dass wir so viele dumme Tore bekommen, so billige Tore, und dass der Mann muss besser verteidigen, wenn dann hier in Cottbus will was mitzunehmen. Aber eure Leistung auf alle Fälle war beeindruckend und hat auch die Leute sympathisch gemacht, dass man sagt, also Leipzig, man sieht schon, die haben schon was drauf. Ja, ich denke auch, wir haben mit vielen Problemen dieses Jahr, und haben wir auch immer wieder gezeigt, dass wir eine gute Mannschaft haben. Das war ganze Unruhe, war das Riesenproblem für die Jungs, die Köpfe waren nicht frei. Und wegen das träume ich für die Jungs, das haben sie ein gutes Spiel gemacht. Schade, das haben wir nicht belohnt, aber geht nächste Woche ein wichtiges Spiel für uns, Derby, und da müssen wir uns dann zeigen. Dafür wünschen wir alles Gute, Pippi, schön, dich wieder gesehen zu haben. Alles Gute euch, ne? Bleibt alle gesund. Danke dir.